Willkommen zur Spielanalyse von The Witcher 3. Mein Name ist Carsten vom Kanal JaboLP und ich möchte auch heute wieder Geralt von Riva für euch sein. In der letzten Folge haben wir den blutigen Baron Philipp Strenger aufgesucht und für ihn sollen wir Kind und Frau, also Mutter und Mutter und Tochter suchen oder Frau und Tochter. Und wir wissen, dass Ciri hier war. Allerdings haben wir nur eine kurze Geschichte von ihm erfahren, dass Ciri hier war, indem wir den Wolfskönig sogar selbst töten mussten und nicht nur dabei zugesehen haben, sondern wir waren selbst aktiv dabei. Und mittendrin hat er dann die Geschichte abgebrochen und gesagt, ab jetzt bist du dran. Und hier wird nicht mit Schimpfwörtern gegeizt, denn wir sind ein kleiner Pisser, der anscheinend irgendwas falsch gemacht hat. Mir wurde gesagt, ich hätte wohl zwei, drei Wachen wohl im, ich weiß nicht, Scheideweg oder so hieß das. Wo waren wir denn am Anfang? Gucken wir mal gerade. Ja genau, am Scheideweg. Da soll wohl eine Wache dazwischen gekommen sein in meinem ganzen Kampf. Und deswegen war dann noch eine andere Wache dabei und deswegen sind die hier so bitterböse. Und mir hat jemand gesagt, dass er das gleiche hatte, aber nur weil er oder sie, irgendwo anders noch Wachen getötet hat. Jetzt hatte ich gerade kurz den Faden verloren. So, wir sehen da oben ein Symbol von einem Schmied. Und wo wir jetzt... Spinnst du? Haben wir uns hier einen Helden eingefangen? Will der den Pöbel retten? Gerade waren irgendwie 20 Diskussionen nebeneinander. Da hat man irgendwie gerade nicht auf irgendwas achten können. Hier vorne haben wir aber einen Schmied und dem werden wir uns jetzt mal widmen. Hallo, Fergus Graham. Wie kann ich helfen? Ich suche jemanden, der mir eine Rüstung fertigt. In bester Qualität. Nun, ich bin seit 20 Jahren im Geschäft. Ich beherrsche das Handwerk, wenn ich so sagen darf. Das würdest du gerne. Hör nicht auf sie. Sie ist in letzter Zeit sehr griesgrämig, faucht bei jeder Gelegenheit. Um was für eine Rüstung handelt es sich denn? Leicht, aber stabil. Sie darf die Bewegung nicht einschränken. Und ich muss sie ohne fremde Hilfe anlegen können. Ist das alles? Soll sie sich nicht auch noch selbst reinigen oder nach dem Scheißen den Arsch abwischen? Klingt toll. Kannst du solche Rüstungen anfertigen? Nein, aber wenn du jemanden findest, der das kann, würde ich ihn gerne kennenlernen. Du musst eines über Rüstungen wissen. Wenn sie was aushalten soll, kann sie nicht leicht sein. Kann sie schon. Man braucht nur das richtige Werkzeug dafür. Werkzeug, wie es die Leute vom Clan Tordaroch auf Undvik benutzten. Joanna, ich hab dir doch gesagt, dass du still sein sollst, wenn ich mit Kunden rede. Du sollst die Leute nicht mit deinen skelligen Legenden behelligen. Das ist keine Legende. Mein Großvater hatte sich eine Rüstung auf Undvik machen lassen, denn der Clan Tordaroch fertigte die besten Rüstungen. Jedenfalls bis vor einem Jahr, bevor der Riese die Insel verwüstete. Die Bewohner sind geflohen oder gestorben, die Schmiede könnte aber noch stehen. Klingt interessant. Wenn ich das Werkzeug finde, würdest du mir dann die Rüstung anfertigen? Unter der Bedingung, dass du das Werkzeug bringst. Nur dann. Erwähnen diese Legenden auch, wo sich die Schmiede befindet? Ja, auf der Nordseite der Insel. Der Clan hat eine Felswand ausgehöhlt, um sie zu bauen. Ich suche das Werkzeug, wenn ich das nächste Mal in Skellige bin. Lebt wohl. Interessante Geschichte. Wir können also in den Skellige ein Werkzeug finden, mit dem man meisterliche Rüstungen herstellen kann. Und dann wäre er hier ein erhöhter Rüstungsschmied, denn die haben alle nur so ein Level. Wenn man hier guckt, Moment, Handwerk, dann steht da immer, wenn ich mal gerade hier durchgucke, zum Beispiel hier, da, Handwerker Anfänger. Aber irgendwann gibt es, ich weiß nicht, ob wir da schon ein Rezept für haben,
Anfänger, Anfänger, Anfänger. Nee, ich glaube, wir haben noch kein Rezept. Das ist alles Anfänger. Aber es gibt, irgendwann steht dann da halt auch fortgeschritten oder sowas. Weiß ich jetzt nicht mehr genau, was dann da... Ah, da, Geselle. Da war's. Hier, zum Beispiel Geselle. Das wäre dann, glaube ich, die nächste Stufe. Da ist nochmal Geselle und so weiter. Also es geht dann auf jeden Fall noch höher. Glaube ich zumindest. Werden wir ja dann sehen. Ich bin mir da jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber... Naja, es gibt auf jeden Fall unterschiedliche Stufen und er ist jetzt halt nur ein Anfänger. Es ist halt ein kleiner Bubi. Und jetzt habe ich gerade, jetzt war ich doch gerade in dem Menü, jetzt hätte ich mal nachgucken können. Und zwar wollte ich hier mal bei Rüstung gucken. Was war das nochmal? Das war das. Das ist für Stufe 24, das können wir uns noch nicht reinziehen. Das ist für Stufe 13, das können wir uns auch noch nicht reinziehen. Das ist schlechter, schlechter. Das haben wir an. Die Stiefel sind für Stufe 10, die könnten wir uns herstellen, aber das bringt uns ja noch nichts, weil die können wir eh noch nicht tragen. Bevor ich sie dann wieder verkaufe, lasse ich es erstmal. Und die Hose brauchen wir auch nicht. Alles klar. Okay, damit wir jetzt aber mal ein paar neue Einträge bekommen, ein paar neue Rezepte, da müssen wir halt erstmal hier ein bisschen was erkunden und machen. Wir haben hier irgendwo eine Quest schon aufgedeckt. Ah, hier, am Scheideweg. Da ist noch eine Quest. Ne, da ist ein Anschlagbrett. Wo ist denn hier noch eine Quest? Oben sehe ich, hier, warte, ich zeig das mal kurz mit der Maus. Da oben sieht man, dass man irgendwo eine Quest aufgedeckt hat. Aber ich sehe sie gerade nicht. Ist auch egal. Ups, werden wir auf jeden Fall sehen. So, jetzt gehen wir mal hier ans Anschlagbrett und holen uns mal eine neue Aufgabe. Denn ich möchte ja nicht nur mit der Hauptgeschichte durchrushen, sondern ich möchte mir hier auch einige Sachen angucken. Und vielleicht ein bisschen mehr Lore. Hier sind zum Beispiel 4 Quests. Ja, okay, gewinnt. Pferderennen klingt auch ganz gut. Dann haben wir noch Kreischling und Faustkämpfe klingt auch nicht schlecht. Zwangseinberufung. Es ist Zeit, die Burgwache um neue Rekruten zu ergänzen. Jede Familie hat einen gesunden, waffenfähigen Mann zu stellen. Familien, die keine geeigneten Personen unter ihrem Dach haben, müssen eine Ersatzleistung in Silber oder eine... Achso, das hatten wir, glaube ich, schon mal. Schlauen Feiglingen, die sich drücken wollen, indem sie sich die Daumen abschneiden sollen, als Lektion und Schandmal beide Hände abgeschlagen werden. Das ist krass, weil da hatten wir ja in Weißgarten jemanden gehabt, der gesagt hatte, ich sagte meinem Bruder noch, er soll sich die Finger abmachen und dann wäre das alles in Ordnung, dann muss man nicht eingezogen werden und so. Ziemlich interessant. Ich nehme auf jeden Fall mal die Faustkämpfe an. Wer seine Männlichkeit im Ring beweisen will, der komme vorbei und trete gegen die besten Kämpfer weit und breit an. Den Schmied, Sten, Fischfresser, Jonas und den Feldwebel. Das nehme ich einfach mal an, weil das, glaube ich, über die gesamte Karte verteilt ist. Gewinn spiele ich ja nicht. Zumindest noch nicht. Und dann Pferderennen. Wer es noch nicht weiß, wir veranstalten hier Pferderennen. Wer mitmachen will, kommt zu mir. Ich erkläre alles Weitere. Aber damit es gleich klar ist, es gibt eine Teilnahmegebühr. Wer pleite ist, soll sich verpissen, Radko. Okay, das heißt, wir werden jetzt mal Pferderennen machen. Auch wenn das wenig Geschichte ist, finde ich das eigentlich ganz witzig. Huch, da war's. So. Ne, das war Fäuste in Wählen. Wo sind die eigentlich? Das könnte ich eigentlich mal gerade nachgucken. Vielleicht ist ja einer in der Nähe. Nicht wirklich. Aber am Schwarzzweig ist einer und am Scheideweg ist einer. Das trifft sich eigentlich ganz gut, weil da haben wir ja auch noch Quests. Außer am Schwarzzweig, da anscheinend nicht mehr, aber ist egal. Ich will aber erstmal Rennen machen. Pferderennen Krähenfels. So, Plötze, wo bist du? Da bist du. Genieße die Aussicht da hinten, ja? Sehr gut. Komm, Plötze, wir haben was zu tun. Wir müssen beweisen, dass wir das schnellste Pferd im Stall besitzen. Nämlich dich. Ich hoffe, die buggen nicht mehr die Türen. Und sie buggen noch. Ah, zumindest noch ein wenig. Ich bin da, als ich alleine gespielt habe, so oft schon gegengerannt und die sind nicht aufgegangen, weil ich auf einem Pferd saß. Das war echt unglaublich. Hoppa. Na. Schön über den Stand. So. Wir suchen also Tamara Strenger. Das war, glaube ich, die Tochter und noch die Frau von Philipp Strenger. Die weiß ich jetzt nicht mehr, wie sie heißt. Na. Ich weiß nicht mehr, wie die Frau heißt, aber die beiden, die sind auf jeden Fall die Nächsten, die wir suchen. Dazu sollen wir zum Weideler gehen, wie auch immer der Weideler ist. Klingt so ein bisschen wie so ein Kundschafter, ne? So ein Weidmann oder... Oh, da ist es schon. Weidmann oder wie hießen die? Weidmannsheil und so hat man doch auch mal gesagt, ob das von Weideler kommt. Hm.
Oder vielleicht ausweiden, das könnte auch sein. Können wir reden? Ja, solange du dich kurz fasst. Ich plappere nicht zum Spaß. Ich heiße Radko und richte hier die Pferderennen aus. Davon musst du gehört haben. Willst du mitmachen, sag Bescheid. Willst du nicht, schieb ab. Trag mich ein. Das ist nicht nötig, solange du bei Sonnenuntergang hier bist und Gold zum Wetten dabei hast. Ah, da bist du ja endlich. Die Regeln sind ganz einfach. Such dir aus, gegen wen du antreten willst, mach deinen Einsatz, reite nach Schwarzzweig und zurück. Der Erste ist der Sieger, der Zweite ein verfickter Niemand. Kapiert? Gegen wen soll's gehen? Stotter Matko, Hans Eisenarsch oder den schwarzen Bogdan? Hans Eisenarsch ist gut, aber wir nehmen erstmal den Stotter Matko. Und wir gehen mal aufs Ganze, oder? Wir brauchen Kohle. Ich nehme Stotter Matko. Du wirst schon sehen. Ach, drauf geschissen. Los, setzen wir und dann auf zum Rennen. Okay, so, wir machen jetzt auf jeden Fall Pferderennen, aber das ist natürlich nicht das Einzige, was wir in dieser Folge machen. Ich verkacke immer den Start, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Hey, da ist eine Quest. Wir müssen nur aufpassen, manchmal ist die Steuerung vom Pferd ein bisschen schwammig. Sie war ein gutes Mädchen. Schade, dass sie das ist. Das meine ich. Hey, danke, dass du wartest. Echt nett von dir. Komm, schon. Zieh, Geralt. Kann doch nicht sein, dass du dich von so einem Stottermatko da abschlagen lässt. Komm. Mach langsam. Hübsch. Mit Pferden kennst du dich wohl so gut aus wie mit Monstern. Hier ist dein Gold. Und wenn du mal wieder Lust auf ein Rennen hast, komm vorbei. Okay, damit haben wir schon mal 50 Gold mehr. 50 Kronen. 50 Kronen mehr, so. Und, nimmst du nur einen Teil oder nicht? Trag mich an. Ja, ist nicht nötig, bla bla bla. Das finde ich ein bisschen ätzend. Gegen wen soll's gehen? Ein bisschen ätzend, dass das jedes Mal aufs Neue kommt, aber gut. Hans Eisenarsch. Und auch da nehmen wir wieder volle 50 Kronen, denn wir wollen ja ein bisschen was gewinnen. Mal sehen, wie sich dieser Eisenarsch schlägt. Los, Hans. Ich habe mein halbes Leben auf dem Pferderücken verbracht. Die andere Hälfte auf Ponyrücken. Du kannst mich nicht schlagen. Los, setzen wir und dann auf zum Rennen. Ich kann dir eine Faust geben, da siehst du, wer dich hier schlagen kann. Aber wir machen es hier in einem Pferderennen. Ich block den direkt. Ah, verdammt. Ich sag ja, den Start verkacke ich irgendwie immer. Das kriege ich nicht so ganz hin. Was soll das denn? Na, ach, der Arsch. Da war auf jeden Fall eine Quest, die wir gleich mal... Ja, ich muss nach rechts. Mach. Sehr gut. Häng dich fest. Na komm. Hier rüber. Hier durch. Schneller, Basti, schneller. Du kriegst einen Reifen. Nein. Komm, Sprit. Boah, beinahe hätte der mich noch auf der Zielgeraden hier eingefangen. Ach Gottchen. Hübsch. Mit Pferden kennst du dich wohl so gut aus wie mit Monstern. Ja, das hat man ja auch schon. Wer will noch teilnehmen? Oh, wir sind Stufe 5 geworden. Und müssten jetzt auch wieder 100 Kronen erhalten haben. Jawohl. Und nimmst du nur einen Teil und nochmal 30 als Belohnung. Cool. Das ist nicht. So. Tag, grau. Gegen wen soll's gehen? Gegen den schwarzen Bogdan. Diesmal reite ich gegen den schwarzen Bogdan.
Ich werde dir zeigen, wo es lang geht. Los, setzen wir und dann auf zum Rennen. Okay. Aufsetzen. Los, ich werde siegen und wenn ich meine... Ah, diesmal habe ich den Start besser hinbekommen. Ja, ja. Hey, was ist jetzt los? Was ist das? Boah, Explosivfässer. Das waren Explosivfässer. Ja, die spielen hier mit unfairen Mitteln. Was ist das denn? Nein, du kommst nicht vorbei. Ich werde siegen und wenn ich meinen Klepper auf die Sporen spießen muss. Oh, das arme Pferd, was soll das denn? Hat deine Mami dich nicht gewollt? Doch, eigentlich schon. So. Hübsch, hübsch. Mit. Und weg sind sie. Tja. Damit haben wir alle Rennen gewonnen. Zumindest schon mal etwas. Und wir sind hier... Wo sind wir denn nochmal genau lang geritten? Ich glaube hier lang, ne? Weil hier war ja noch irgendwo eine Quest unterwegs. Mein guter Junge, hab mich... Los, lauf! Erbarm dich einer alten Frau. Du siehst aber schlimm. Hilf einem alten, schwachen Weib. Was ist los? Neulich Nacht haben Frevler, die Pocken sollen sie holen, den Schrein von Werner der Gnadenreichen entweiht. Er muss in Ordnung gebracht werden, sonst wird Werner zürnen. Sie wird unsere Kühe kurzatmig, unsere Kinder warzig und unsere Hunde räudig machen. Warzen und Räude? Klingt gefährlich. Gut, lass mich helfen. Fertig. Die guten Götter haben dich gesandt, damit du von heute an die Schreine reparierst. Hör mal, ich hab schon einen Beruf. Ich bin Hexer. Alte Holzbauten am Straßenrand sind nicht meine Spezialität. Hexer kämpfen gegen das Böse. Und die Vandalen sind schlimmer als Monster. Gut, ich repariere alle Schreine, an denen ich vorbeikomme. Umwege mache ich aber keine. In dieser Gegend gibt es keine Umwege. Und die Götter werden dich leiten. Mein Gott, ey. Was eine aufdringliche Alte. Aber so einer alten Frau, da müssen wir einfach helfen. So, wir wollten eigentlich... Was ist das denn hier? Da, Fäuste gegen Wählen. Wir wollten noch ein bisschen kämpfen. Und dazu nach Schwarzzweig. Wollten wir kämpfen? Oder was wollten wir machen? Doch, wir wollten das doch machen, oder? Ja, Verteidiger des Glaubens. So, wir sie alle. Rüstungsschmied. Scheiterhaufen Nurgriffer. Okay. Ja. Nehmen wir erstmal Schwarzzweig. Und dann können wir ja auch mal gucken, ob wir da irgendwie was Neues finden. Irgendeine Quest oder so. Uff. Uff. Uff, uff, uff. So. Lauf, Plätze. Ah, okay, wir sollen uns hier mit dem Schmied hier messen. Bitte, meine Herren. Schnell wie der Blitz. Flink wie ein Furz. Auf geht's. Ach, der hier ist es. Ja, hoffentlich kommen wir dann trotzdem noch mit dem hinterher arbeiten. Also, dass wir dem noch Aufträge geben können. Denn das ist immerhin ja ein Waffenschmied. Da die Leute hier Feiglinge sind, ist vielleicht ein Fremder mutig genug? Wer schlimmst du am Turnier teil? Ein bisschen ehrlicher Faustkampf, um die Lungen und Gedärme freizukriegen? Aber ich warne dich, Jonas kann sehr wild sein. Beißt auch gerne, verstehst du? Was meinst du?
Wie lauten die Regeln? Es wird hauptsächlich mit den Fäusten gekämpft. Aber ein gelegentlicher Tritt in die Eier wirft auch keine Fragen auf. Besiege Jonas, dann den Schmied und dann Stan Fischfresser. Dann darfst du gegen den Feldwebel antreten, den Meister von Velen. Na gut, gehen wir mal voll aufs Ganze wieder. Ich brauch Geld. Na schön, mal sehen, wie wild Jonas ist. Werde Zeuge der epischen Schlacht zwischen Jonas und dem Vagabunden. Okay, mal gucken, ob ich das hinkriege. Okay, das waren schon mal die ersten guten Hiebe. Und bam, bam, bam. Und wieder zurück. Komm her. Das ist nicht dein Tag. Na, was ist denn los? Bams! Der Vagabund hat Jonas besiegt. Sehen wir da den Aufstieg eines neuen Meisters in Velen? Wer weiß? Du musst noch den Schmied aus der Taverne am Scheideweg besiegen und dann Fischfresser aus Lindenthal. Was der tut, kannst du erraten. Fischfressen? Vielleicht fängt er ja was. Was macht der Fischfresser wohl? Vielleicht stinkt wie eine nilfgaardische Leiche. Vielleicht Fischfressen. Naja, gut. So, damit haben wir schon mal welche besiegt. Mit unseren Fäusten in Velen, beziehungsweise am Schwarzzweig. Aber Schwarzzweig hat kein Anschlagbrett. Ich denke mal, dass wir dann zum Scheideweg gehen. Da ist nämlich ein Anschlagbrett. Vielleicht finden wir da noch eine neue Aufgabe. Und da wir da ja auch recht schnell hinkommen, wir haben ja hier irgendwo so ein... Du wirst nicht mehr so übermütig sein, wenn dir die Männer des Barons den Arsch versohlt haben. Nee, die Männer des Barons machen gar nichts mit uns. So, hier, da wollte ich hin. Schnellreise. Oh nein, nicht Heideweg, wo ist es denn da? Scheideweg. Nicht Heideweg, sondern Scheideweg. Da können wir uns erstmal wieder mit einem prügeln und dann gucken wir mal am Anschlagbrett vorbei. Oh, in der Taverne? Hinter der Taverne? Oh, was mit dir? Der schläft im Stehen? Oh. Sehr gut. Ich hab schon Interessantes aus meiner Nase geholt. Du siehst wie ein ordentlicher Faustkämpfer aus. Genau richtig für unser Turnier. Willst du nicht ein paar Bauerntrampel verhauen und dich für das Vergnügen noch bezahlen lassen? Was sagst du? Auch hier gehen wir wieder voll aufs Ganze. Ich brauch Kohle. Alles herhören. Jeden Moment werden Wetten für den nächsten Kampf angenommen. Der Hexer tritt gegen den Schmied an, der ihm die Visage wie ein heißes Eisen zurechtklopfen wird. Das werden wir sehen. Oh, 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 oh. Keine Chance mehr. Bringt mir's zu Ende. Das gibt's doch nicht. Ich hab den nicht geblockt, den Schlag. Hey. Das gibt's doch nicht, ey. Jetzt habe ich gerade schon gedacht, den verliere ich auch noch. Nicht übel. Aus dir könnte man einen Meister machen. Fischfresser. Das ist der letzte, der für dich noch übrig ist. Hat sich aber schnell rumgesprochen. Zufällig Wodka dabei. Aber das Gute ist, wir haben wieder ein bisschen Geld. 477, kommt das hin? Moment. 140, 130, 100... Irgendwie kommt mir das so ein bisschen wenig vor, aber gut. Ah ne, wir klar, wir kriegen ja immer nur das wieder, was wir gesetzt haben.
Das heißt, wenn wir 70 setzen, haben wir 70 mehr als vorher. Ja, logisch. Ist ein Halunke, kein Baron. Logisch. Gefährlichen Gestalten als Bewaffnete. Pass auf, was du sagst, Alter. Oder was? Die Schwarzen werden ihn ja doch früher oder später vertreiben. Oder er endet wie der letzte Herrscher von Krähenfels. Woran denkst du? Okay, also die sind auf jeden Fall alle der Meinung, dass wir hier nichts zu suchen haben. Wer soll's ihnen verübeln, wenn wir deren Schutz töten? Du hast Augen wie eine Katze. Fängst du auch Mäuse? Nicht direkt. Gewinnt neue Spieler gesucht. Ach komm, nehmen wir es einfach mal an. Vielleicht spiele ich ja irgendwann mal so eine, mache ich ja irgendwann mal so eine Gewinnfolge oder so. So, wir müssen dann aber mal gucken. Also entweder gehen wir dann zum Weideler, dies markiere ich jetzt erstmal, oder aber wir suchen uns noch eine andere Aufgabe. Wo ist denn der Weideler? Da unten ist der Weideler. Was ist denn das für eine einsame Hütte hier? Haben wir das schon? Kleine Hütte errichtet von einem berühmten Bildhauer, der in seinem Beruf alle verfügbaren Lorbeeren gesammelt und sein Haus in Kovir verlassen hatte. Er wollte hier in der Einsamkeit neue Inspiration finden und darüber nachdenken, was er mit dem Rest, mit seinem restlichen Leben anfangen soll. Gehen wir mal hin. Ach, ich muss ja immer an so ein Dingen dran hier. Wo ist denn hier das Schnellreiseteil? Gucken wir doch mal. Was ist das denn für eine einsame Hütte? Ach so. Die Hütte. Ich verstehe. Okay. Dann können wir aber mal eben schnell von hier aus. Da oben waren. Wo ist denn mein Plätze? Da ist mein Plätze. Da oben waren noch Fragezeichen, die wir uns noch eben unter den Nagel krallen können. Das will ich auf jeden Fall immer mal wieder zwischendurch machen. Denn da findet man echt einen Haufen Sachen, die man gut gebrauchen kann. Plätze. Plätze! Danke. Ich sollte vielleicht auch mal speichern. Das mache ich viel zu selten. Aber ich komme ja eigentlich ganz gut klar. So, hier reiten wir einfach mal hoch und dann gucken wir mal, was wir da finden. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Oh, was ist das denn? Harpien oder was sind das? Sieht sehr merkwürdig auf jeden Fall aus. Aber solange die mich nicht angreifen, wollte ich gerade sagen. Okay, es sind Harpien. Komm schon. Warum ist eigentlich immer meine Armbrust draußen? Stirb! Da ist noch irgendwo eine. Ha! Treffer! Du bist schon so gut wie tot. Sind da noch mehr? Oder darf ich jetzt hier dran? Oh, ein blaues Muttergen. Sehr gut. Eisenerz, Fangschnapp. Hier, Kavalleriehandschuhe. Vielleicht sind die ja was. Können wir mal eben nachgucken. Nein, das ist falsch. Nein, das ist auch falsch. Handwerk, da wollte ich hin. Kavalleriehandschuhe. Oh, die sind gar nicht mal so schlecht für Stufe 6. Da kommen wir ja auch bald hin. Jetzt können wir noch eben hier die Harpien ausnehmen. Noch ein blaues Muttergen. Harpienkrallen. Man muss irgendwie aufpassen. Mutagen ist es ja, aber man sagt sehr schnell Muttergen. Das klingt irgendwie dann ein bisschen komisch. So, apropos Mutagen. Dann hätte ich doch gerne an dieser Stelle ein blaues Mutagen. Zack, Zeichenintensität um 20% erhöht. Achso, ich hätte jetzt gerade auch noch eine Fähigkeit auswählen können, ne?
Aber können wir sowieso noch nicht gebrauchen, da wir keinen freien Slot mehr haben. Dann kann ich den Punkt auch aufbewahren. So, wo sind wir denn jetzt hier? Ach, das ist noch nicht mal irgendwie ein Ort gewesen. Das ist ja interessant. Das ist ja richtig cool, dass es auch noch geheime Orte neben den geheimen Orten gibt. Oder wir hatten noch nicht das Anschlagbrett gefunden, das das eigentlich freidecken würde. Aber dann müsste ja jetzt eigentlich ein Punkt auf der Karte sein. Also, ziemlich cool, dass man auch noch Sachen neben Sachen finden kann. Ich dachte eine Zeit lang nämlich wirklich, dass es nur diese Fragezeichen gäbe und nichts noch nebenher, aber das wurde ja dann gerade widerlegt und da oben sitzt irgendwas Großes. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt, aber hier ist ein versteckter Schatz. Oder bewachter Schatz. Hauptsache Schatz. Und jetzt fliegt das Ding auch schon. Bist du sehr böse? Okay, das ist eine Viva mit einem Totenkopf. Wow, 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 wow. Okay, das heißt, wir haben jetzt mal einen krasseren Kampf vor uns. Okay. Der Kampf könnte ein bisschen dauern, aber vielleicht auch mal ein bisschen spannender als immer diese Popelkämpfe. Ich darf mir nur wahrscheinlich keinen Fehler erlauben. Mein erster Kampf gegen eine Viva. Vielleicht mal das probieren. Ja, ich glaube, das ist besser. Wow. Okay. Hey, wohin mit dir? Boah, gibt's ja nicht. Du musst echt aufpassen, dass sie einen nicht trifft ohne Schild, weil ansonsten ist es ganz, ganz schnell vorbei. Wer hat die mich denn gerade noch getroffen? So, und hier kann man jetzt auf jeden Fall sagen, dass ich den Kampf nicht gewinne oder nicht gewinnen, nur gewinnen kann, weil die KI so doof ist, sondern man muss halt auch hin und wieder mal gut ausweichen können. Und natürlich, das Schild ist natürlich auch ein bisschen OP. Weiß ich gerade nicht, wo er ist. Ah. Ich muss mich gerade wirklich ein bisschen konzentrieren, deswegen tut es mir leid, wenn ich die meiste Zeit jetzt erstmal nicht rede. Boah. Boah.
Nein, 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 das ist gar nicht gut. Scheiße, mein Schwert geht auch gerade kaputt. Boah. Er verliert schon ein bisschen Blut. Scheint also schon schwerer verwundet zu sein. Immer wieder bei fliegenden Einheiten gerne gemacht, dass man sie mit dem Art runterholen kann. Uah. Scheiße, ich sollte wieder mein Schild reinmachen, sonst wird das gleich echt böse enden. Doch nicht. Habe ich mir gerade das Schild neu gegeben, dann macht er das schon wieder kaputt. Dumme Sau. Alter, ey, der steckt aber richtig viel ein, du. Komm schon. Hat er uns doch erwischt? Ist noch erwischt mit seinem blöden Flügel. Oh, nein. Nein. Nicht so kurz vorm Ziel, mein Freund. Nein. Ich glaube, der wird langsam sauer. Weiß gar nicht warum. Komm schon! Stirb! Jawohl! Ja! Gott! Das war schon ein etwas schwierigerer Kampf für mich. Und jetzt backt er, glaube ich, gerade. Das sieht so unglaublich bescheuert aus. Naja, gut. So, und jetzt lass mich an meine Beute ran. Oder entsetzt was. Muss ich da runterspringen? Nee, oder? Wie mach ich das denn jetzt? Ich muss da jetzt nicht runterspringen. Ich speichere auf jeden Fall erstmal ab. Irgendein Mechanismus, den ich abschießen muss oder so? Ich kann ja auch erstmal hier die Fackeln anmachen. Hm.
Hey, da unten ist noch ein Schrein der Macht. Cool. Ob ich da runterspringen kann? Nee, oder? Aber irgendwie muss ich doch da jetzt rüberkommen. Tja, auf jeden Fall geht's da irgendwo runter. Ich versuche erstmal runterzukommen. Vielleicht komme ich da hinten beim Schrein der Macht dann irgendwo rauf. Gucken wir mal. Was haben wir denn hier? Ist mal hier irgendwo ein Aufgang, wollte ich gerade sagen. Aber es wäre ja dann eher ein Abgang. Oh, das sieht aber bitterböse hier aus. Na, probieren wir es mal von hier. Doch nicht so schnell, Geralt. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Okay. Hat funktioniert. Aber ich glaube, hier sind noch ein paar Gegner. Entweder unter uns oder... über uns. Aber egal. Kommen wir jetzt hier nicht rein? Ich würde da gerne rein. Muss mich doch da irgendwie reinlassen. Sieht nach Regen aus. Etwa ein unterirdischer Eingang? Hier kann ich nicht tauchen. Mir wurde gesagt, mit der Armbrust könnte man ziemlich gut Ertrunkene töten. Ja, das geht wirklich sehr gut. Danke für den Hinweis. Das hätte ich, da wäre ich nicht drauf gekommen. Müssen wir nur hier mal schnell durch. Okay. Ich glaube, hier lohnt sich eine Katze. Oder? Geht's hier eh direkt wieder rauf. Oh, da ist eine Kiste, die hätte ich beinahe übersehen. Seide, Diamantenstaub, eine Kavalierhose, Katakan-Absud, Assassinenhose, Skellige Gambeson. Können wir davon schon irgendwas anziehen? Durchbohrresistenz, Zerschmetternresistenz und Aufschlitzenresistenz. Da ist unsere ein bisschen besser. Die Hose können wir sogar auch anziehen und die ist viel besser. Boah, gibt noch 197 Vitalität. Sehr geil. Scheuklappen für unser Tier. Ein Rennsattel. Boah, Hammer. Und eine Satteltasche. Nochmal 30 Kapazität mehr. Sehr, sehr geil. Boah, richtig gut, was wir hier gefunden haben, ey. Alter. Die Gauner, Gewinngemeinschaft in Krähenfeld sucht neue Mitglieder und Gegner. Ja, das hatten wir ja gesehen. Boah, Hammer. Hat sich richtig gelohnt, hier unten reinzugehen. Aber ich glaube... anzünden? Kommen wir von hier denn jetzt auch hoch in diesen Krähenfels? Geht's da rauf? Da ist doch noch so eine Markierung. Komm schon. Sehr gut. Ah! Jetzt können wir hier erstmal Feuerchen anmachen. Katze lohnt sich nicht. Holz. Und noch andere Handwerksmaterialien. Und hier ist unser Schatz jetzt, ja. Silberbarren, Kavalierhose. Kleiner Striebock-Runenstein. Okay. Was macht der denn? 3% Chance auf Taumeln. Das ist ja witzig. Ach so, stimmt, unsere Waffe ist ja kaputt. Oh, nur noch 29%. Wie sieht das eigentlich mit der Rüstung aus? Die Rüstung ist noch voll in Ordnung, nur wir kämpfen halt mehr mit den Waffen als alles andere. So, was haben wir hier? Das ist die Kavalierhose, die ist nicht so gut.
Schade, haben wir gerade schon eine bessere gefunden. Ich werde gleich zu einem Schmied gehen. Deswegen benutze ich gerade die Waffenkits nicht. Oh. Über die Kunst des Manövrierens. Hatten wir das schon? Nee, hatten wir noch nicht. Über die Kunst des Manövrierens. Auf hoher See, wo nur der Horizont dem Auge als Anker dient, wiegt man sich rasch in einem trügerischen Gefühl der Sicherheit, welchem jederzeit der Untergang entsprießen kann. Denn niemand kennt den Tag und die Stunde und kein Seemann weiß, welcher Punkt am Rande des Sichtfelds sich eine nilfgaardische Dromone verwandelt, die auf ihn zurast, die Segel gebläht, der Bug bereit, in den Rumpf zu schlagen wie eine Axt. Vorsorge ist die beste Methode, solche Kollisionen zu vermeiden. Es gilt, die Augen offen zu halten, gerade dann, wenn die Seen glatt sind, wie der Popo eines Säuglings und sich kein Fleck Land und kein Fetzen fremder Flagge zeigen. Und obendrein gilt es, die Ohren zu spitzen, gerade in den Wassern um Skellige, denn die Seemänner des Archipels geben sich beim Rudern mit Gesang und den Takt und ihre Stimmen tragen weit wie Donnerhall. Oft hört man sie lange, ehe man sie erblickt. Und das ist auch gut so. Kollisionen mit Langschiffen aus Skellige bedeuten doppelte Verdammnis. Das Schiff selbst ist von Bug bis Heck gepanzert und darinnen sitzen wilde, kampfgestellte Krieger. Okay. Oh, hier ist noch mehr. Magdeira-Kyras. 30% Durchbohrungsschadensresistenz, 25 Zerschmettern und 30 Aufschlitzen. Also das klingt für mich schon ziemlich gut. Das klingt für mich ziemlich gut, zumal die auch noch ein bisschen mehr Rüstung hat. Sieht aber irgendwie scheiße aus. Na egal. So, hier haben wir noch Bärenfell. Draht und Holz. Und Igniglyphen, ein Schwert, Pechdraht. Gruftweib-Absud. Irgendwas vergessen? Hier nicht. Doch, hier ist ein Schleifstein oder was ist hier? Hier soll irgendwo was sein. Über uns? Neben uns? Draußen? Mein Gott, das ist ja hier eine richtige Festung, ey. Und das hat dieser Wiver hier alleine bewacht. Kam keiner mehr gegen an. Da musste extra so ein Hexer vorbeikommen. Es geht noch höher. Amethyststaub und Eisenerz. Wasserflasche. Kavalleriestiefel. Ach, wir sind voll. Okay, ich wollte gerade mal gucken. Okay, und wir gehen noch eine Etage höher. Und wir gehen noch eine Etage höher. Dobromirs Tagebuch. Aha, ein bisschen Geschichte. Dobromirs Tagebuch. Vater liegt mir in den Ohren, dass ich zum Leuchtturm gehen und mich um das Feuer kümmern soll. Die Sache ist nur, dass es mir inzwischen scheißegal ist, ehrlich. Was bin ich denn? So ein Golem, der nur dazu da ist, viermal am Tag dort hochzuklettern, um Holz nachzulegen und Öl nachzugießen? Ich würde viel lieber lernen, wie man in der Schmiede in der Stadt arbeitet oder in einer Gießerei der Gnome. Großvater Amtswari war doch ein Schmied, oder nicht? Er hat Hexerklingen geschmiedet und wer sagt denn, dass ich nicht ein wenig von seinem Talent geerbt habe? Aha, Hexerklingen. Wir kriegen so viel Zeugs hier gerade. Die ist scheiße. Die Stiefel sind minimal besser. Oh, die Kavalleriehandschuhe, die Assassinenhandschuhe können wir benutzen. Pink steht uns auch ausgezeichnet, muss ich mal an der Stelle sagen. Und ich glaube, es geht noch höher. Das hier war also mal ein Leuchtturm. Oh. Ist das etwa Dobromir? Was haben wir denn da jetzt bekommen?
Silbersteiner Schwert. Schaut euch diese Aussicht hier mal an. Hammer. Okay, dann gehen wir mal wieder runter. Von hinten sieht die Rüstung eigentlich ziemlich cool aus. Ob das jetzt gerade Dobromir war, frage ich mich dann doch ein wenig. Und irgendwo soll hier noch ein Schatz sein, weil da ist noch ein Schatz auf der Karte abgebildet. Und da ist auch noch so ein Schleifsteinzeichen. Da waren wir auch noch nicht. Ah, okay. So kriegen wir die Zugbrücke runter. Sehr gut, aber hier soll immer noch irgendwo ein Schatz sein. Aber wenn es nicht über uns ist, dann muss es ja unter uns. Ach, Moment, hier war da auch noch was. Ah, Moment. Da geht ja auch noch eine Leiter rauf. Mein Gott, ist das hier ein verwinkelter Haufen. Der scheint sich hier also wirklich eine Schmiede aufgebaut zu haben. Das scheint Dobromir gewesen zu sein. Er hat dann doch versucht zu schmieden. Hier sieht man die ganzen Erze. Magdeira Kyras. Also hat er hier auch ein paar Sachen schon hergestellt. Können wir noch mal unsere... Irgendwie backt die Möwe da auch rum. I just wanna dance, dance, I just wanna dance. Ah ja, ich bin die Ninja-Möwe. Naja, gut. Na, wo ist denn da? Ich will... Ach, ja gut, dann nehmen wir das auf. Handwerksnotizen. Greifen Silberschwert. Okay, was haben wir hier? Oh, die ist krass. Oh, die nehme ich. Alles klar. Sieht genau gleich aus. Na gut. Und wir haben Handwerksnotizen. Ein Auftrag, wie ich ihn schon seit Jahren nicht mehr hatte. Mich hat der Hexer aufgesucht, der vom Baronett gerufen worden war, oder Baronet, keine Ahnung, um sich der bösen Kräfte im Leuchtturm anzunehmen, die die Schiffe an den Felsen zerschellen lassen. Er stand in der Tür meiner Schmiede, sah so edel aus wie ein Prinz oder Graf und sagte mir, dass sein Silberschwert während des letzten Auftrags beschädigt worden war. Die Klinge war stark angeschlagen, an zwei Stellen fast gebrochen. Ich fragte ihn, woher ich denn wissen sollte, wie eine solche Klinge zu reparieren wäre. Da gab er mir ein Schema und sagte, ich soll ihm eine gänzlich neue Klinge schmieden. Er versprach mir eine hübsche Summe dafür. Hätte mich bei der Herstellung dieses Ding fast selbst umgebracht. Ja, ich war Lehrling bei Meister Barnaby von Novigrad und ich habe schon ein oder zwei Hexerklingen im Leben geschmiedet, aber es ist schon über 3 Jahre her, dass ich sowas zuletzt in der Hand hatte. Am Ende war es einerlei, denn noch ehe ich damit fertig wurde, hatte der Hexer herausgefunden, was beim Leuchtturm vor sich ging und so musste er schnell zur Burg des Baronet eilen, um Rest unleserlich. Wahrscheinlich kam dann da die Viva. Schatzsuche Greifenausrüstung. Ist die denn gut? Boah. Alter. Für Stufe 7, da sind wir ja fast schon. Plus 55 Schaden. Aber wir brauchen einen Waffenschmiedgesellen dafür. Hey, wir könnten uns das Gewehnel bauen, aber das ist... Aber das ist ja heftig. Okay, alles klar. Also, der Gute sollte diese Hexenschwerter oder das Hexenschwert schmieden und scheint noch andere Rezepte irgendwo versteckt zu haben. Oder es gibt noch andere Rezepte, grundsätzlich irgendwo. Und wir haben jetzt gerade die Aufgabe dafür bekommen, diese zu sammeln. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Okay, hier oben war noch ein Fragezeichen. Da will ich dann auch noch mal kurz hin.
Und dann sind wir fertig für heute. Mann, Mann, Mann. Ziemlich geiler Scheiß. Aber schade und traurig, dass der Gewenel das nicht überlebt hat. Wurde der von einer Viva angegriffen. Was ist jetzt los? Was verfolgt mich denn hier schon wieder? Eine Harpie oder was? Mann, ich bin doch kein Vogelfänger. Jetzt kommt runter. So, Nummer 1, danke. Und Nummer 2, danke. Grünes Muttergen, und was hast du noch bei dir? Noch ein grünes Muttergen, okay. So, können wir denn hier durch die Felsen laufen? Oder verirre ich mich jetzt hier? Ich glaube, da gehe ich nicht weiter. Hier scheint eine große Felswand zu sein, an der man nicht so einfach vorbeikommt. Deswegen müssen wir jetzt einmal drumherum laufen. Hey, Plötze! Was machst du denn hier? Wen hast du denn da gefunden? Bist du Plötze? Du bist Plötze. Und wer ist er hier? Wen hast du denn da schon wieder gefunden? Hier ist ja noch wer. Ach so, die Harpien, die scheinen hier Reisende. Ach, das ist die Kiste. Die Harpien scheinen hier Reisende getötet zu haben. Okay, aber wie kommen wir denn jetzt da hinten hin, wo ich hin will? Hier rum? Was ist das denn da? Ich glaube, ich habe da was gesehen. Schneller. Komm. Ah ne, das war nur ein Fels. Das sah aus wie so ein kleiner Turm auch wieder. Was kreischt denn hier so? Aber wir sind auf dem richtigen Weg. Achso, das sind die Harpien. Ein bewachter Schatz. Okay. Von den Harpien bewacht, oder was? Oh nein, nicht schon wieder. Was zur Hölle bist denn du? Ein Basilisk? Boah, ne. Leute, ich hab genug von dem Scheiß. Ich gehe in Ruhestand. Lass mich doch in Ruhe. Okay. Lass Plötze in Ruhe. Haha. Okay. Ich würde sagen, den Basilisken töten wir in der nächsten Folge, weil das wird jetzt einfach noch zu lange dauern, den auch noch zu töten. Und dann verabschiede ich mich jetzt von euch. Leider. Ist traurig, ne? Okay. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.